Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Synthhunter. Ich präsentiere euch hier eine kostengünstige Lösung zur Reparatur eines Roland Juno G Synthesizer mit Displayschaden. In der Folge 24 habe ich mich bereits ausführlich mit dem Thema beschäftigt, war aber erfolglos bei dem Versuch, das Originaldisplay zu reparieren. Mittlerweile hat ein User auf der Entwicklerplattform GitHub ein Programm erstellt, mit dessen Hilfe es möglich ist, die defekte Anzeige durch ein herkömmliches LCD-Display zu ersetzen. In der Folge 24 habe ich auch bereits vermutet, dass es mit einem simplen Mikrocontroller möglich sein muss, eine kostengünstige LCD-Anzeige zu adaptieren. Erstaunlicherweise sind neben einigen Verbindungsdrähten, Klebestreifen und Kleinteile, die man meistens sowieso in seiner Werkstatt hat, eigentlich nur zwei Komponenten notwendig. Zum einen ist das Raspberry Pi Pico RP240 Mikrocontroller Board mit einem Dual-Core ARM Cortex Prozessor und 264 KB SRAM bzw. 2 MB Onboard Flash-Speicher und zum anderen ein grafikfähiges LCD-Display mit 480x320 Pixeln. Die Verkäuferplattform AliExpress bietet die LCD-Anzeige zu einem Preis von 11 bis 15 Euro an, aber ihr müsst genau prüfen, was ihr da kauft. Die Plattform hat eine merkwürdige Angebotsstrategie, die einen manchmal schon verwirren kann. Den Raspberry Pi Pico sollte man da kaufen, wo er am günstigsten ist. Mit etwas Glück bekommt man ihn schon für unter 5 Euro. Okay, dann legen wir mal los und ich bin gespannt. Um das neue LCD-Display später im Synthesizer verwenden zu können, müssen wir es zunächst ein wenig modifizieren. Dazu müssen wir das eigentliche Display von der Platine trennen. Es ist mit doppelseitigem Klebeband an der Leiterplatine befestigt. Am besten nimmt man ein flaches Messer und schneidet von einer Seite in den Klebestreifen. Dann kann man das Display zur Seite aufklappen und der Klebestreifen auf der anderen Seite löst sich von alleine. Aber Vorsicht, wir wollen hier nichts zerbrechen. So, jetzt haben wir hier diese beiden Teile. Das Display können wir so lassen, die rote Platine müssen wir noch ein wenig weiter bearbeiten. Auf dieser Leiterplatte befindet sich ein Kartenleser. Den benötigen wir nicht mehr und wir müssen ihn sowieso entfernen, damit später das Flachbandkabel richtig passt. Hier werden wir auch gar nicht lange fackeln und trennen den Teil der Platine einfach ab. Das können wir bedenkenlos machen, da sich auf der Seite nichts befindet, was wir zum Betrieb der LCD-Anzeige brauchen. Wer will, kann hier mit einem Dremel oder Multitool arbeiten. Ich hingegen bevorzuge meine elektrische Laubsäge von der Firma Proxon. Dieses Gerät eignet sich hervorragend für diese Arbeit und liefert eine saubere Schnittkante. Um mit dem neuen Display weiterzuarbeiten, benötigen wir jetzt ein Teil, was sich innerhalb des Synthesizers befindet. Wir nehmen uns das Gerät und entfernen das untere Gehäuseteil. Das, was wir benötigen, ist ein Stück des alten Displays, das sich hier unter der zentralen Platine verbirgt. Um da ranzukommen, müssen wir zunächst einige Flachbandkabel entfernen, dazu noch die Jackboard-Platine und dann die eigentliche Platine, auf der sich das Display befindet, ausbauen. Damit Schrauben und Kleinteile nicht verloren gehen, lege ich sie hier sortiert in diese ehemalige Pillendose. Man bekommt sie im 1-Euro-Shop und sie sind wirklich praktisch. Beim Ausbauen fällt mir jetzt auf, dass ein wichtiges Teil fehlt. Hier an dieser Stelle sollte sich eine kleine Platine befinden, die das kurze Flexkabel vom Display mit dem langen Kabel zum Mainboard verbindet. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Dann machen wir erstmal weiter und konzentrieren uns auf die Demontage der LCD-Platine. Okay, hier haben wir jetzt die Platine. Uns interessiert das alte defekte Display. Und zwar benötigen wir genau diese transparente Trägerplatte, um eine neue LCD-Baugruppe herzustellen.
Im nächsten Schritt befestigen wir mit doppelseitigem Klebeband das LCD-Modul an die transparente Trägerplatte. Dazu messen wir die jeweiligen Abstände und bringen die Anzeige exakt zentriert in der Mitte an. Jetzt nehmen wir die rote Platine und schließen das Flachbandkabel vom Display wieder an und kleben sie auf der gegenüberliegenden Seite der Trägerplatte fest. Jetzt haben wir ein komplettes LCD-Modul. Eine Sache müssen wir noch erledigen. Wir benötigen Platz hinter dem Modul. Die Kontakte von der Steckerleiste stehen nach oben und das müssen wir abändern. Damit wir die Kontakte flach umbiegen können, müssen wir dieses gelbe Plastikteil entfernen. Das ist etwas knifflig, weil es doch recht fest sitzt. Aber mit einem spitzen Schraubenzieher oder ähnliches kann man es nach oben abhebeln. Wenn wir jetzt die Kontakte umbiegen, sollten sie lang genug sein, um ein Jumperkabel aufzustecken. Wenn wir das Display jetzt soweit vorbereitet haben, können wir es wieder auf der Trägerplatine festschrauben. So, jetzt kommen wir zu der kleinen Zusatzplatine, die das alte Display mit der Hauptplatine verbunden hatte. Sie hat eigentlich nur die Funktion, das kurze Flexkabel des LCDs mit einem weiteren zu verlängern. Dieses kleine Board gibt es nur beim Originaldisplay. Wer also bereits einmal die damals verfügbare Ersatz-LCD-Anzeige verbaut hat, wird diese Platine in seinem Gerät nicht finden. Für unseren Umbau ist sie aber unentbehrlich, um den Flexkabelanschluss an den Pico zu adaptieren. Ich habe deshalb als andere Möglichkeit mal ein einfaches Platinenlayout erstellt und einen Prototypen angefertigt, der die Schnittstelle vom Pico zum Display übernimmt. Das Flexkabel verbindet die Platine mit dem Mainboard und auf den Pins kommen die Kabel vom Display. Man könnte auch schon fast behaupten, dass das die Plug-and-Play-Lösung für diejenigen ist, die beim Umgang mit Lötkolben und Lötzinn nicht so geübt sind. Aber weiter geht es mit der kleinen Zusatzplatine. Wir müssen einen von den beiden Flex-Kabelbuchsen auslöten, damit wir freie Lötkontakte für das Anbringen der Verbindungskabel bekommen. Bei den wirklich kleinen Lötpunkten ist es etwas schwierig, selbst mit einer Entlötpistole die Buchse auszulöten. Hier ist Vorsicht geboten, damit sich die Lötpads nicht ablösen und die Platine unbrauchbar wird. Wenn wir das erledigt haben, kommen wir zum nächsten Schritt und befestigen die Zusatzplatine wieder an die LCD-Trägerplatine und suchen dann auch gleich einen Platz für unseren RP Pico. Zum Befestigen des Controllers können wir hier bedenkenlos Löcher in die Massefläche bohren. Man muss nur darauf achten, dass wir den Pico an die richtige Stelle setzen, damit die Verschraubungen am Ende passen. Bevor wir zur Verdrahtung der Bauteile kommen, sollten wir natürlich noch den Mikrocontroller für seine zukünftige Aufgabe programmieren. Und das ist relativ einfach zu bewerkstelligen. Wir benötigen jetzt das Betriebssystem für den Controller und gehen dazu auf die Entwicklerplattform GitHub zur Projektseite und laden uns das Flash-File herunter. Zum Programmieren des Controllerboards verbinden wir zunächst den Pico mit dem USB-Kabel, halten die Boot-Select-Taste gedrückt und verbinden dann das Kabel mit dem PC. Der Raspberry Pico erscheint im Datei-Explorer als beschreibbares Laufwerk. Wenn wir jetzt die heruntergeladene Datei auf das Controllerboard übertragen, erkennt der Prozessor dieses als Flash-File und der Pico ist anschließend fertig programmiert. Eigentlich ist jetzt das Wichtigste erledigt. Nun geht es an die Verdrahtung. Wenn wir es ordentlich machen wollen, sollten wir uns dafür ruhig etwas Zeit nehmen. Als Verdrahtungsplan dienen die beiden Tabellen in der Anleitung. Wenn alles verdrahtet ist, sollte es ungefähr so wie hier aussehen. Wir haben eine komplette Baugruppe erstellt, die wir jetzt auf Funktion prüfen müssen. Dazu legen wir das neue Display vor das Gerät und verbinden das Anschlusskabel mit dem Mainboard. Nach dem Einschalten sollte hier eigentlich der gewohnte Einschaltbildschirm kommen, aber wie wir sehen, stimmt hier etwas nicht.
Die beiden Bildschirmhälften sind vertauscht. Das ist aber nicht unser Fehler, denn in der Verdrahtungstabelle sind zwei Angaben falsch. Hierbei geht es um die beiden Ports GP12 und GP13. Um eine korrekte Anzeige zu bekommen, brauchen wir diese beiden Drähte nur untereinander zu tauschen und dann sollte alles in Ordnung sein. Ja, das hat gewirkt und das Display funktioniert jetzt so wie es soll. Das ist erfreulich und wir kommen zum letzten Schritt. Da das Display nicht mehr die Dimensionen des vorherigen hat, sehen wir hier natürlich links und rechts eine Lücke. Wer damit zufrieden ist, kann es so lassen. Eleganter ist es, die Stellen zu schwärzen, dann erhalten wir nämlich auf der Oberseite im Displayfenster eine schöne, durchgehende Fläche, die optisch einen guten Eindruck macht. Und das geht ganz einfach, indem wir den Display-Ausschnitt markieren, von der Innenseite den Klarbereich abkleben und mit schwarzem Sprühlack einfärben. Das Klebeband sollte, bevor der Lack vollständig getrocknet ist, entfernt werden, damit die Lackfläche beim Abreißen nicht beschädigt wird. Nach der vollständigen Trocknung kann dann das neue Display eingesetzt und der Synthesizer wieder zusammengebaut werden. Na, das sieht doch recht professionell aus. Sollte es noch irgendwo überteuerte Ersatzdisplays für den Roland geben, stellt sich doch die Frage, ob das hier nicht die bessere und kostengünstigere Lösung ist, um seinen Synthesizer wieder voll einsatzfähig zu machen. Viel Spaß beim Nachbauen! Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und ich hoffe, dass es bei eurem eigenen Projekt hilfreich ist. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Episode hoffentlich wieder.